So, na, dann wollen wir doch mal weitermachen. Und ja, uns mal auf dieses weitere Dorf hier begeben. Wir hatten ja schon gesehen, dass nördlich von uns da irgendwie auch nochmal so ein Weg entlang führte. Okay, was haben wir hier jetzt? Sphinx. Können bestimmt auch wieder Feuer zaubern? Fragezeichen. Bis jetzt noch nicht. Halten aber jede Menge aus. Da machen auch ganz schön viel Schaden. Also teilweise, das ist ja immer mit diesen Schadenswerten hier ein bisschen, weil wir ja schon hin und wieder mal angesprochen haben. Ja, also das ist ein ziemlicher Kampf gegen die hier. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich so lohnt. Ja, jetzt müssen wir sehr langsam fast haben. Okay, geben wir ein bisschen mehr Erfahrung. Noch mehr Flash, die wir nicht brauchen. Ja, verkaufen konnten wir jetzt gerade in der letzten Stadt leider nichts. Ich würde mal sagen, die schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Ja, und laufen einfach mal weiter den Weg entlang. Noch mehr Manticores, hurra! Ach ne, Manticores waren sogar die, die Feuer zaubern konnten, oder? Ja, die dafür aber ein bisschen schneller sterben, naja. Die dafür Pfeile in ihren Truhen haben. Na gut, Noah hat jetzt so viel MP, da müssen wir nicht ganz so geizig sein. Jetzt probieren wir doch diese Sache mal nochmal hier. Okay, also das ist tatsächlich wie dieser Beizauber. Na, geflügelte Augen, das ist doch mal was. Und wie schon gesagt, hier, wenn man jetzt die Heat Gun hätte, könnte Odin keinen einzigen Gegner in einer Runde besiegen. Und da es ja auch kein Verteidigen gibt, ist es ja nicht so, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt mit allen auf Abwehr. Und warten mal, bis er dann sozusagen nach zwei Runden alle besiegt hat. Von daher macht das halt, ich denke mal, einfach wirklich noch keinen Sinn. Skelett, das nehmen wir doch lieber mit. Das ist eigentlich gar kein Problem mehr. Also alle Gegner, die Noah mit einem Schlag besiegt, den braucht man wirklich keine Angst zu haben. Okay, wieder eine kleine Explosion hier.
So, wieder aufgeheilt. Und dann gehen wir doch hier mal rein. Ach, hier gibt's wieder ein Krankenhaus, sehr gut. Ja, hören wir uns erstmal um. Ja, ich würde gerne in den Weltraum reisen. Ja, kann man machen. Hier auf der abgelegenen Sache vielleicht nicht, aber wir haben ja einen, so einen Raumhafen. Ein komischer Mann kam in diese Stadt. Er scheint Tierexperimente durchzuführen. Er hat einen großen Krug oder irgendwas oder sowas ähnliches mitgebracht. Also, wir hatten ja mal ganz am Anfang des Spiels so einen Laconia-Krug. Einige Katzen, wenn sie eine bestimmte Nuss essen, werden riesig und können fliegen. Okay. Das ist wirklich sehr verrückt. Das klingt sehr verrückt. Was sagst du denn? Hilfe! Lessig ist in diese Stadt gekommen. Ach so, echt? Ist er immer noch da? Willkommen in Avion. Okay. Was hat er denn Schönes? Polymaterial. Das hat doch der eine mal hier genannt. Also das kaufen wir auf jeden Fall. Das war doch Secondhand Shop. Sell. Achso, jetzt mal schauen, was er zu verkaufen hat. Also was wir kaufen können. Magic Hat. Okay. Das war, denke ich, der Sprachezauber. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Laserschild. Was macht das denn Schönes? So, Moment, muss ich doch mal in die Liste hier reinschauen. Ich glaube, das ist jetzt nicht sinnlos für irgendjemanden kaufen, der es nicht brauchen kann. Oh, Alice, Odin und Noah können das ausrüsten und gibt 30 Abwehr. Ja. Da würde ich mal sagen, das lohnt sich auf jeden Fall mal. Ich meine, unsere zwei Kämpfer haben natürlich schon ein bisschen ein relativ gutes Schild. Noah dürfte, denke ich, noch gar keins haben, genau. Aber ich sag mal, das lohnt sich ja für die trotzdem, auch wenn das für die nur 7 mehr Abwehr ist, aber... Sie jetzt schon bei 160 und die alten können wir ja wieder verkaufen. Hat sich auf jeden Fall doch gelohnt, dass wir ein bisschen Geld aufgebaut haben hier. Und wir können nochmal uns heilen lassen. Und ich denke, wir haben hauptsächlich nur unsere Magiepunkte verbraucht.
Das ist schon mal sehr gut. Halt, dich hatten wir schon. So, jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Geld, aber macht ja nichts. Sind dafür jetzt auch wieder gut ausgerüstet. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in dieses komische... Das sieht ja wieder wie so eine Art Lagerhaus hier aus. Im Prinzip sind wir hier auch wieder sicher. Können also wieder einen echten Hauptsafe machen. So, okay. Dann sind wir wieder bereit. Und ab in diese Sache hier. Und jetzt muss ich nochmal schauen. Ich denke, ich habe das hier jetzt schon drin. Das müsste jetzt das Lagerhaus hier sein. Nicht, dass es da jetzt besonders viel gibt, außer halt ein paar Schatztruhen. Und jede Menge verschlossener Türen. Ja, die Truhen holen wir uns einfach. Und wir sind jetzt unten links. Genau. Und müssen nach oben rechts gehen. Das muss ich jetzt, denke ich, nicht allzu groß kommentieren hier. Einfach hier mal nach oben rein. Nehmen wir diese eine Truhe mit. Okay, hier mal kurz rechts abbiegen. Na, hier ist wahrscheinlich am schnellsten. Er hat ganz schön Schaden gemacht. Für die kleine Menge Geld. Na gut. Hier müsste nochmal eine verschlossene Tür sein, genau. Und jetzt sind wir schon hier. Das wird wohl der mit den Tierversuchen sein. Bring mal deine Katze her. Nein. Ich werde jeden töten, der mich unterbricht. Okay. Ja, dann hauen wir doch hier einfach mal voll rein. Okay, auf jeden Fall einen sehr interessanten Angriff hier. Also gut, Wind geht halt nicht mehr. Also sonst noch was? Na, mit dem zu reden bringt, denke ich, nichts. Ach nee, er hat noch Feuer, ja genau. Okay, ist ein bisschen niedrig von den HP her, von daher heilen wir ihn mal. Also er macht schon ein bisschen mehr Schaden hier an uns, aber... Ja, Alice haut ihn natürlich weg. Dr. Matt. Und das ist auch dieser Laconian Pot. Der wird ja sicherlich wieder nützlich sein. Okay, also, sagen wir, haben wir die Insel auch von diesem Kerl sozusagen befreit. Oder das Dorf. So, dann gehen wir einfach wieder zurück. Hier geradeaus durch. Und dann sind wir auch schon wieder draußen. So.
Dann können wir das auch wieder wegnehmen. Ja, das war schon mal diese kleine Sache hier. Also was haben wir jetzt? Wir haben diesen Laconian Pot bekommen und wir haben dieses Poly irgendwas hier mit, wo Dinge schmelzen kann. Und wir haben herausgefunden, dass die Maschine selbst, wo aus Laconia ist, jetzt weiß ich nicht, jetzt gab es natürlich diese Stadt, wo diese ganzen Haufen lagen. Ja, in irgendeinem dieser Müllhaufen ist dann bestimmt dieser Roboter drin. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir mit einem einzigen Polymaterial hin? Das machen wir einfach mal, indem wir jetzt hier jetzt nochmal so einen Temp-Save machen. Weil das Problem ist, wir müssten natürlich auch den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ich meine, na gut, ist jetzt zwar vielleicht nicht ganz so gedacht, aber wir können natürlich, bevor wir das an so einen Haufen benutzen, einfach vorher nochmal zwischenspeichern. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir müssten natürlich dazu jetzt die ganze Insel hier wieder zurücklaufen und dann auch durch diesen Tunnel durch. Das machen wir aber nicht. Wir werden stattdessen einfach fliegen. Also den Zauber benutzen. Und dann laufen wir lieber von Gothic aus sozusagen nochmal in das Dorf rüber. Da müssen wir zwar nochmal kurz durch das Lavafeld durch, aber ich denke, das ist trotzdem noch kürzer als wenn man sozusagen erst nochmal über diese ganze Insel muss. Mit diesen Zwischenstationen noch und so weiter und so fort. Also ich gehe mal davon aus, dass das fast kürzer ist. Und ja, wie schon gesagt, darüber hinaus, wenn man dann so rumläuft, hat man halt dann nicht nochmal die Möglichkeit, sich sozusagen dann in diesem letzten Dorf nochmal voll zu heilen. Von daher machen wir das einfach jetzt mal so rum. Und gehen auch gleich nochmal hier rein, damit das klar ist, damit wir hier zuletzt waren. Das ist nicht allzu viel Erfahrung, das ist ja noch weniger. Gut, 1000 ist ein bisschen was und ja, das geht eigentlich auch. Und hier können wir uns auch kostenlos gleich nochmal voll heilen lassen. Und wenn wir einmal schon da sind, dann machen wir doch gleich mal einen vollen Save hier. So. Ja, also nochmal diese kleine Tunnelpassage hier. Hat gleich 10 Schaden. Also der hat uns ja nicht durchgelassen. Hat er schon was Neues? Okay, wir müssen diesen Roboter finden. Na, wir haben ja eine Idee, wo er sein soll, könnte. Also hier in die Kirche hätten wir auch gehen können. Das wäre auch noch okay gewesen. Also wieder hier runter. Wie schon gesagt, jetzt gehen wir halt nochmal hier unten diese Sache ganz nach Süden, Westen, Norden durch dieses kleine Lavafeld und dann sind wir ja wieder in dieser, ja wie hieß er jetzt, Stadt mit den ganzen Müllhaufen. Bortevo, sagt die Karte, okay. Ein Swarm, das können wir mal machen.
wie schon gesagt, wenn es wieder 8 gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich lieber weggerannt. Goldskorpion, auch sehr gut. Ah. Dafür sind denen ihre Kisten gerne. Also wahrscheinlich die Gegner, die auch auf Motavia gibt. Also die sind meistens mit Fallen besetzt oder sowas. Ja, aber alle Erfahrungspunkte helfen uns auf jeden Fall. Okay, also bei denen scheint es wirklich eine relativ hohe Chance zu geben, dass da was drin ist. Also fallentechnisch. Ich meine, dass bei denen die Kisten grundlegend auch explodieren konnten, aber ist wahrscheinlich nicht so häufig vorgekommen. Naja. Und hier waren es ja scheinbar so 2 HP pro Schritt. Müsste sich eigentlich so ganz gut ausgehen für uns, ja. Sind wir doch schon durch. Ja, Evil Dead. Da haben wir natürlich keine Angst. Also rein theoretisch, wie schon gesagt, wir machen jetzt halt mal so ein Sicherheits-Safe. Sieht jetzt von allen schon mal das mit dem Blauen irgendwie hinweisgebend aus. Also das versuchen wir jetzt einfach mal. Können wir mit denen irgendwas machen? Okay. Ah, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin Hubsby. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Ich kann die Luveno für euch fliegen. Woher weiß er denn schon davon? Vielleicht haben wir es ihm gerade erzählt. Er ist jetzt auch ein Gegenstand. Okay, dann haben wir den sozusagen eingepackt und mitgenommen. Ja, dann fliegen wir doch mal davon. Haben wir jetzt noch mal irgendwelchen Müll mitbekommen? Nö. Aber wie schon gesagt, den einen Transfer behalten wir erstmal, weil wir doch mal wieder in so eine brenzliche Situation hier kommen. Okay, na dann gehen wir doch nochmal hier durch. Und zurück durch die Passage. Oh.
Wir können die Luveno besteigen und auf unserem Weg sein, okay. Und wie? Oder steht die im Nebenzimmer? Ich bin beschäftigt, störe mich nicht, okay. Wie geht's der Luveno? Benutze sie gut, ja. Da können wir auf jeden Fall Hauptsafe machen. Aber wo ist sie denn jetzt? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Na gut, also das hätte ich jetzt wirklich nicht unbedingt sofort gewusst. Nun, wenn Dr. Luveno dich geschickt hat, dann muss ich dich wohl durchlassen. Aha. Na gut. Wo können wir denn da überall hin? Gothic, Uso und Skur. Okay. Gut, also das wäre sicherlich was, das wir uns dann vielleicht beim nächsten Mal einfach mal mit ansehen, wie es dann dort weitergeht. Und ja, würde ich sagen, das ist das vielleicht erstmal für diese Sitzung soweit gewesen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder einiges an Optionen offen. Den Teil, den wir jetzt vor uns hatten, sag ich mal, den wir jetzt gerade gespielt hatten, war ja relativ, sagen wir mal, streamlinig sozusagen. Nacheinander war da ja eigentlich vorzugehen, was man so zu tun hatte. Aber jetzt haben wir natürlich wieder mehrere Möglichkeiten, wo wir hinfliegen können und ähnliches. Und da müssen wir einfach mal sehen, was uns da noch alles erwartet. Also gut, dann würde ich erstmal sagen, soweit, bis dann.